Hallo, das ist Daniel Müller-Schott. Das ist der Anfang von der wunderbaren Romanze in F-Dur von Richard Strauss. Und es war eine große Freude, sich wieder mit dem Urtext zu beschäftigen, mit der Henle-Edition und dafür die Fingersätze zu schreiben. Ich denke, jeder, der sich mit der Musik befasst von Richard Strauss, wird merken, dass es eben ein Jugendwerk und der Romantik sehr verpflichtet ist und dass ähnlich wie seine frühe Cellosonate, da auch diese ganze Freiheit im Ausdruck und der jugendliche Überschwang zu finden sind. Und das ist für die Wahl der Fingersätze, finde ich, entscheidend, dass man Kombinationen wählt, die einem diese Freiheit lassen, sich einfach expressiv auszudrücken und Kombinationen zu wählen, die in einer Hand liegen und ja, die einfach dem Ganzen mehr Freiraum geben. Zum Beispiel im Mittelteil, wenn es dramatischer wird, wo er auch öfter die Fortissimo-Bezeichnung wählt, eigentlich das bei jeder Phrase wiederholt, ist es ganz wichtig, dass man da auch von der linken Hand eben eine sehr freie Kombination hat. Ich spiele das mal. Und ja, besonders beglückend finde ich, dass dieses Werk nach der langen Zeit wieder aufgetaucht ist. Zum ersten Mal, glaube ich, 1985 wurde es wieder entdeckt und seitdem sehr oft aufgeführt. Ich habe das Stück öfter im Konzert gespielt und auch aufgenommen zusammen mit Christoph Eschenbach und dem NDR Elbphilharmonieorchester. Und denke, es ist wirklich ein Juwel des Cello-Repertoires und ich hoffe, dass sich viele Menschen damit beschäftigen und mit der neuen Edition von Henle viel Freude haben.